Namaste. Mein Name ist Ramona von Samana Yoga und ich habe heute eine Praxis für dich, die für deinen Rücken gedacht ist. Du kannst sie abends machen, nach der Arbeit. Sie lockert die Handgelenke und deine ganze Wirbelsäule, angefangen vom Nacken bis zum unteren Rücken. Du kannst sie aber auch morgens machen, gleich wenn du aufgestanden bist, als Vorbereitung für deine dynamische Praxis, für deine Sonnengrüße. Oder du kannst sie sogar auf dem Stuhl machen, mittags in deiner Mittagspause. Fast alle Übungen, oder bis auf eine Übung, sind alle Übungen auch auf dem Stuhl gut möglich. Dann komm jetzt mit mir auf die Matte. Komm in eine aufrechte Sitzhaltung. Gerne setze ich auch so ein kleines bisschen erhöht, so wie ich das hier gemacht habe, auf ein Kissen. Und dann nimm erstmal die Hände vor dir zusammen und beginn in den Handgelenken zu kreisen. Über den Tag sammelt sich auch immer ganz viel Spannung in unseren Armen, in unseren Händen an. Die versuchen wir erstmal so ein bisschen zu lockern. Und dann nimm die Arme einmal nach vorne und dann beginn mal mit den Händen zu greifen. Und die Handflächen nach oben und greifen. Und dann lass die Arme neben den Körper sinken, die Handflächen nach oben und für einen Moment schließ deine Augen. Komm jetzt bewusst an auf deiner Matte. Komm an bei dir und spür nochmal in deine Hände rein, wie sich das jetzt anfühlt, wenn die Hände leer, offen, weich, empfänglich sind. Nimm dir noch 2, 3 Atemzüge Zeit, ganz bei dir anzukommen. Das Außen jetzt hinter dir zu lassen. Und dann öffne langsam die Augen und setz die Fingerspitzen neben dir auf und dann richte dich nochmal ganz gerade auf, die Schultern entspannt und locker. Und mit der nächsten Ausatmung beug den Kopf nach rechts, sodass dein Ohr Richtung Schulter sinkt. Und dann heb auch langsam den linken Arm an, die Handfläche nach oben und streck den Arm ganz weit zur Seite raus. Vielleicht bleibst du hier, wenn dir die Dehnung schon genügt, oder du greifst mit der rechten Hand über den Kopf zu deinem linken Ohr. Einfach die Hand auf den Kopf legen, ohne am Kopf zu ziehen. Der Kiefer ist ganz locker, ganz entspannt und du spürst diesen Zug, diese Dehnung bis in deine Fingerspitzen über den ganzen Arm hinweg. Mit der nächsten Einatmung heb langsam wieder den Kopf und dann dreh den Kopf nach rechts. Lass das Kinn sinken Richtung Schulter und greif zu deiner Krone. Und dann kannst du auch langsam die linke Hand wieder sinken lassen Richtung Boden. Spür, wo hier für dich eine gute Dehnung ist. Die Fingerspitzen ziehen eher nach unten. Mit der Einatmung heb langsam wieder den Kopf, dreh den Kopf zurück nach vorne, setz die Fingerspitzen wieder neben dir auf und mit der Ausatmung beug den Kopf zur linken Seite. Heb dann auch langsam den rechten Arm, die Handfläche nach oben und schieb den Arm weit zur Seite raus. Und wenn du möchtest, kannst du dann nach einem Moment auch noch die linke Hand auf dein rechtes Ohr legen, ganz entspannt die Dehnung spüren, bis in deinen Arm, bis in deine Fingerspitzen. Einatmend, heb langsam wieder den Kopf, dreh dann den Kopf nach links,
Lass das Kinn Richtung Schulter sinken. Greif wieder zu deiner Krone. Lass dann den rechten Arm sinken, die Fingerspitzen ziehen nach unten Richtung Boden. Dehnung fühlt sich für jeden von uns anders an, also finde hier deine Position. Einatmend, hebt den Kopf langsam wieder, dreh den Kopf zurück nach vorne, leg die Hände auf die Knie und dann lass mit der Ausatmung das Kinn Richtung Brustbein sinken. Und einatmend, hebt den Kopf, hebt das Kinn an. Ausatmend, den Kopf sinken lassen. Einatmend, heben. Noch einmal ausatmend, den Kopf sinken lassen. Einatmen, den Kopf heben, dann komm mit dem Blick wieder nach vorne an und falte vor dir deine Hände, dreh die Handflächen nach vorne und dann mach den oberen Rücken rund und mit der Einatmung richte dich auf, nimm die Arme mit nach oben und ausatmend wieder den Rücken rund machen, die Hände nach vorne, ein und aus. Ein und aus. Noch einmal. Und dann komm mit den Armen über deinem Kopf an und beginn jetzt mit den Armen zu kreisen. Und spür, wie die Bewegung sich in die Wirbelsäule fortsetzt. In den Flanken, die Dehnung spüren, die Länge spüren und dann die Richtung wechseln und zur anderen Seite kreisen. Und dann komm wieder in deiner Mitte an, lass mit der nächsten Ausatmung die Arme sinken. Und leg nochmal die Hände auf die Knie. Und jetzt beginn hier unten im Becken zu kreisen, also gerade das andere Ende der Wirbelsäule. Und lass auch hier wieder den Rest der Wirbelsäule einfach ganz natürlich folgen in die Bewegung. Du führst aus dem Becken. Einmal die Richtung wechseln. Und wieder in deiner Mitte ankommen. Und komm langsam nach vorne auf die Knie. Nimm Kissen einfach zur Seite. Und lass mit deiner nächsten Ausatmung das Gesäß nach hinten sinken zu den Fersen. Lauf mit den Händen weit nach vorne und gleichzeitig zieh die Sitzbeinhöcker nach hinten, sodass deine Flanken ganz lang werden. Für den Moment ganz tief in die Flanken und in den Bauch atmen. Und dann lauf mit den Händen nach rechts rüber. Und leg dann die linke Hand auf die rechte, lass den Oberkörper sinken. Zieh vielleicht sogar die linke Hüfte noch ein bisschen nach hinten, sodass du eine gute Dehnung spürst über deine linke Seite. Dann wander langsam zurück zur Mitte und über die Mitte nach links. Leg die rechte Hand auf die linke und zieh vielleicht die rechte Hüfte noch ein bisschen nach hinten. Lass den Oberkörper sinken, ganz tief in deine rechte Seite atmen. Und
dann langsam wieder zurückwandern zur Mitte und nach oben kommen. In den Vierfüßlerstand, Knie sind unter den Hüften, die Finger gespreizt. Und mit der Ausatmung zieh das Steißbein Richtung Bauchnabel, mach jetzt den Rücken ganz rund und einatmend sink in die Kuh. Heb den Blick an, ausatmend roll dich in den Katzenbuckel und einatmend sink in die Kuh. Aus. Jetzt wirklich spüren, dass du den ganzen Rücken bewegst. Komm nochmal in der neutralen Haltung an. Schieb die Fußrücken in den Boden und wenn du das nächste Mal in den Katzenbuckel gehst, dann heb die Knie sanft vom Boden ab. Und einatmend in die Kuh. Ausatmend in den Katzenbuckel die Knie heben und einatmend in die Kuh. Komm wieder in der neutralen Haltung an, stell jetzt die Fußzehen auf, heb nochmal die Knie leicht vom Boden ab, schieb den Oberkörper nach hinten auf deine Oberschenkel und dann beginn langsam die Beine zu strecken, komm in den herabschauenden Hund, heb beide Fersen an und mit der Ausatmung lass die rechte Ferse sinken, beug das linke Knie, einatmend wieder auf beide Fußballen kommen, ausatmen, die linke Ferse sinken lassen, rechtes Knie beugen. Mach das ein paar Mal im Wechsel. Und wenn du magst, dann schau immer da, wo dein Bein gestreckt ist, noch so ein bisschen unterm Arm durch, sodass du auch nochmal deine Flanken mit in die Dehnung nimmst. Dann komm wieder in deinem herabschauenden Hund an. Setz die Knie zurück zum Boden, setz das Gesäß nach hinten zu den Fersen und mit der Einatmung roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf, nimm die Arme mit nach oben über den Kopf, ausatmend bring die Hände vor dein Herz und jetzt dreh den Oberkörper nach rechts, setz den linken Ellbogen von außen an das rechte Knie, mach mit der linken Hand eine Faust, setz die rechte oben drauf. Und dann stell dir vor, die Hände wollen so ein bisschen mehr Richtung Mitte deiner Brust. Halte hier für einen Moment, bleib im Twist, atme tief. Mit der nächsten Einatmung dreh zurück, heb die Arme an. Ausatmend, bring wieder die Hände vor dein Herz, diesmal Twist nach links, rechter Ellbogen von außen ans linke Knie, die rechte Hand macht eine Faust, die linke oben drauf setzen und wieder die Hände so ein bisschen mehr Richtung Brust bringen. Nächsten Einatmung, komm zurück zur Mitte, noch einmal heb die Arme an, ausatmen, lass die Hände sinken vor den Herz und dann kreis erstmal deine Schultern, ganz große Kreise nach hinten und auch nach vorne. Dann nimm die Hände nach vorne wie Schalen, bring die kleinen Finger zusammen, die Handflächen zusammen und dann beginn in den Handgelenken langsam nach oben zu kreisen, bis über deinen Kopf und auch wieder nach unten. Nach oben. Nach unten. Noch einmal.
leg die Hände auf deine Schultern und beginn nach hinten zu kreisen mit den Ellbogen. Und nach vorne. Und bring die Ellbogen auf Schulterhöhe und dreh den Oberkörper von Seite zu Seite. Und komm wieder in deiner Mitte an. Lass die Arme sinken. Und dann öffne deine Knie etwas weiter. Fußzehen berühren sich. Und jetzt schieb die Hände in der Mitte durch nach hinten und leg deine Hände auf deine Fußsohlen. Lass die Schultern los, bleib für ein paar Atemzüge hier. Mit der nächsten Einatmung komm langsam wieder nach oben, lass die Knie nochmal geöffnet, leg die Hände auf deine Knie und mit der Ausatmung lass dich noch einmal in die Arme sinken, mach den Rücken rund und einatmend richte dich auf. Ausatmen, sink in die Arme, den Rücken rund. Einatmen, richte dich auf. Aus. Und ein. Noch einmal aus. Im Rücken rund werden. Einatmen, dich aufrichten. Dann nimm die Hände vor dein Herz. Schließ die Knie. Schließ für einen Moment deine Augen. Vielleicht möchtest du jetzt für einen Moment in Shavasana gehen, dir deine Schlussentspannung gönnen. Das ist schön, wenn es jetzt vielleicht Abend ist. Vielleicht möchtest du mit deiner Praxis fortführen, dann gehst du jetzt in deine Sonnengrüße oder vielleicht auch in eine dynamische Praxis. Du kannst diese Praxis auch jederzeit auf dem Stuhl machen. Du wirst merken, wenn du dir die Übungen anschaust, alle Übungen sind gut auf dem Stuhl machbar. Für heute verabschiede ich mich von dir. Namaste.